Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. Nicht wundern, heute ohne Facecam. Eine Lampe ist kaputt gegangen bei mir und ich kann meinen Greenscreen momentan nicht ausleuchten. Funktioniert leider nicht hinten dran. Sieht man immer wieder den Greenscreen durchblitzen. Besser so ohne mich wie Dawn, dass der Greenscreen vorguckt. Ja, sorry dafür, aber Lampe ist schon bestellt. Das nächste Mal wieder dementsprechend mit Greenscreen. Wir sind einmal bei mir zu Hause in der Base angekommen und ich habe schon mal sortiert. Und die Kisten gecraftet, die auf dem Boden standen. Wir haben die Bleiplatten haben wir ja gekauft beim Händler, beziehungsweise wir hatten sowieso welche. Generator habe ich schon mal herausgepackt, den haben wir auch gefunden gehabt, eine Kochplatte auch. Und meinen Kühlschrank hier noch, den habe ich schon mal mit Lebensmittel vollgeknallt. Ich zeige euch natürlich jetzt alles, was wir schon an Loot erbeutet haben. Eine ganze Menge tatsächlich. Also wir haben momentan einen Kühlschrank. Übrigens wird eine Baufolge, wenn ihr die Baufolge skippen wollt, kein Problem. Einfach nächste Folge wieder einschalten, da werden wir dementsprechend wieder Action haben. Wir werden nur einmal ganz kurz runtergehen, Dinge reparieren wahrscheinlich. Aber sonst werden wir in der Folge jetzt erstmal hauptsächlich bauen. Damit ich weiter offline sortieren kann. Wir haben hier eine Holztruhe. In der Holztruhe ist erstmal weitere Kochutensilien, Feuer und so weiter, bisschen Salz, Pfannen. Dann haben wir eine improvisierte Truhe. Hier ist alles drin, was wir an Baumaterial gesammelt haben. Wir haben tatsächlich verhältnismäßig verdammt viel Metallschrott gesammelt. Für das, dass wir noch nicht auf dem Schrottplatz waren, haben wir wirklich eine ganze, ganze Menge Metallschrott gesammelt, wo ich sehr stolz auf mich bin, muss ich sagen, dass wir so viel Metallschrott haben. Hier auch der ein oder andere Baum und so weiter. Ich habe einmal alles hier reingeschmissen, was irgendwie mit Bau zu tun hat oder was wir für den Bau brauchen. Ist tatsächlich eine ganze Menge geworden. Dann haben wir hier eine Kiste, da sind alle Waffen drin, die wir bis jetzt erbeutet haben. Auch da, die ist nicht leer. Da ist ordentlich was vorangekommen hier. Eine Tech 01. Haben wir sogar eine zweite, das heißt, wir können die reparieren. Also, oder wir nehmen die mit den 98%. Wir haben sogar eine Tech 01, da habe ich gar nicht mitbekommen, da bin ich noch mal eine gelootet. Ich habe gedacht, wir haben nur Blocks, aber nein, wir haben nur eine Tech 01. Wir haben eine Krüger, wir haben eine Hunter ja gefunden. In der letzten Folge war das, glaube ich, noch. Wir haben Ballista-Bögen, wir haben noch einen Compound-Bogen, bisschen was an Munition. Wir müssen uns eigentlich 9mm Munition craften. Dann haben wir hier einmal eine Holztruhe. Hier sind alle Kleidungsstücke, die wir bis jetzt gefunden haben, drin. Dann haben wir eine Holztruhe, hier ist medizinischer Stuff drin und noch ein paar Kugeln. Da bin ich noch nicht ganz mit dem Sortieren fertig geworden, wie man sieht. Und, guck mal, der Server ist auch gerade da. Und hier haben wir tatsächlich unser Knackwerkzeug und wir haben eine Menge an Schraubendrehern. Was bedeutet, wir werden demnächst sehr viel Spaß im Gefängnis haben, erstmal da Loot rausholen und natürlich Polizeistation und so weiter und so fort. Aber wir sind ja bei gut 50, 60 Aufladungen, würde ich mal sagen. Mit dem 30er gelben Schraubendreher sowieso. Also sehr nice. Der Rager selbst, hier ist noch ein... Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Hier ist noch eine Kiste mit unseren Materialien drin, Autobatterien, Sitze, die wir haben und einen Reifen. Der Rager selbst hat zwei Kisten momentan bekommen, ein Wagenheber, eine Verkaufenkiste, da ist das Zeug hier drin, noch den Rest, was ich gefunden habe, vor allem Wagenheber natürlich. Und die Behaltenkiste, da ist noch ein bisschen Stuff drin, den wir noch brauchen, plus noch ein bisschen Benzin haben wir auch noch am Start momentan. Und den Tourniquet können wir fast noch einstecken. Damit wir den zur Blutung still nehmen. Hier übrigens die Autobatteriekabel. In Drähte schneiden kriegt man zwei Drähte raus. Funktioniert mit der Axt, funktioniert mit dem Bushman. Egal was. Autobatteriekabel nehmen. Zweimal volle Drähte zu 100% bekommt man da raus. Sehr, sehr nice Sache. Kann ich euch nur empfehlen. Die Drähte können wir natürlich zum Baum nehmen. So, mir ist ziemlich warm. Aber ich glaube, mehr ausziehen geht nicht tatsächlich. Wir werden jetzt, wie gesagt, einmal in der Folge bauen. Ich habe auch mittlerweile 49 Rumpunkte. Das heißt, ein neuer Rumpunkt kam tatsächlich dazu. Und wir fällen jetzt hier einmal die Bäumchen und werden jetzt ein bisschen die Hütte upgraden. Nebenbei. Und ich schlurfe nebenbei einmal mein Getränk. So, ich habe eine gewisse Vorstellung, wie ich das ganze Ding bauen möchte. Mal gucken, wie weit aus wir jetzt in dieser Baufolge kommen. Wir müssen auch einmal nach unten Munition craften, auf jeden Fall. Aber das sind alles Dinge, die wir irgendwie auch hinbekommen werden. Baumkrone, da ist sie doch. Nimm mal das Ding da bitte und pack das mal hier rein. Wir brauchen nämlich unter anderem auch ein Dach und so weiter und so fort. Dann können wir das Ding hier schon mal in Baumkrone zerteilen. Hier habe ich schon mal die Schränke angezeichnet. Die werden wir so bauen. Erstmal dann wahrscheinlich eine ganze Reihe nach hier hinten bauen. Hier unten wird so eine Art Lagerstätte wieder sein und Waffenkammer. Obendrauf wird dann Schlafbereich sein. Hinten dran wird wahrscheinlich auch nochmal eine Art Lager sein. Mal gucken, wie viel Platz wir brauchen, wenn Bunny auch dementsprechend mit Loot wahrscheinlich ein bisschen was. Haben momentan auch $9400, also eine ganze, ganze Menge eigentlich, muss man sagen. Und jetzt packen wir hier schon mal alles rein. So, wir brauchen Bretter. Wir haben Holz zwar einstecken, aber gut, wir müssen auch noch die Wand hier fertig kriegen. Die Äste hat er reingenommen. Ich hoffe nichts davon, aber ich glaube nicht. So, dann machen wir hier schon mal ein kleines Stück zerteilen, ein kleines Stück zerteilen. Also jetzt ein bisschen Crafting, aber dafür haben wir danach Schränke, die kann ich dann offline besser sortieren, vor allem auch wieder benennen, allen drum und dran. Vielleicht kann ich Wanni dazu irgendwie einspannen, wenn die gerade Böcke drauf hat, wäre ganz cool. Achso, nebenbei Steaks wollte ich auch noch grillen. Mann, wir haben viel vor.
Wir haben einfach viel vor. So, kleiner Stock, kleiner Stock, kleiner Stock, kleiner Stock, langer Stock in kleine Stücke zerteilen. Die nehme ich immer wieder mit, damit ich nicht die großen Stöcke jetzt alle verbrauche. Gerade wenn wir nämlich noch die Decke reinziehen, brauchen wir verdammt viele davon. Und deswegen auch immer wieder natürlich die kleinen Stöcke mitnehmen, dann in die Wände reinfummeln und so weiter und so fort. Ein paar Äxte und Repair-Kits hatte ich schon vorbereitet. Damit wir jetzt nicht gleich alles von Anfang an craften müssen, aber ja. Wir gucken einfach, wie weit aus dem heute kommen. Idealerweise stehen 3, 4 Schränke und ich kann ein bisschen sortieren. Das würde mir tatsächlich eigentlich heute schon reichen. So, Wand fertig. Bam, Wand rein, Stöcke rein. Dann haben wir die nächsten Bäumchen. So, aus euch machen wir jetzt gleich ein paar Bretter. Wir haben leider im Moment noch keine Kettensäge gefunden, wobei ihr wisst, ich bin eh kein Freund vor der Kettensäge. Jetzt verliert es auch mittlerweile noch Haltbarkeit. Bei jeder Benutzung der Kettensäge verliert er mittlerweile Haltbarkeit. Das war früher nicht so. Das ist erst seit dem letzten Hotfix so. Und ja, deswegen schwieriger tatsächlich nochmal geworden, mit der Kettensäge zu hantieren, was sowieso schon aber nicht einfach war. Müssen wir uns nichts vormachen. Können wir noch irgendwas? Wir können den Helm höchstens noch runter tun. Das Einzige, was mir noch einfallen würde, wäre noch den Helm absetzen. Das würde noch gehen. Ich habe übrigens den grünen Wanderrucksack genommen, damit wir unseren blauen Wanderrucksack hier in unserer Kiste drin haben. Der ist hier unten drin. Da ist mein ganzes anderes Stuff natürlich drin. Also das, was wir halt noch so gebraucht haben. Den Apfel hier können wir eigentlich mal direkt essen. War Vitamine, schaden nicht. Und kochen wollte ich gleich auch noch. So, erster Schrank. Die nächsten 6 Bretter sind drin. Wunderschön. Dann haben wir hier kleiner Stock, kleiner Stock, kleiner Stock. Wie sieht's hier aus? Da sind die 6 Stücke schon drin. Dann könnten wir eigentlich schon fast das erste Dach mit drauf schmeißen. Und zwar Fußdach. Bam und bam. Dach geht relativ zügig mit unseren Stöcken, Gott sei Dank. Und bam. Nächstes Dach fertig. Wir sollen gleich vielleicht mehrere Dächer platzieren. Nächstes Dach fertig. Ich habe nur Angst, dass wir jetzt dauernd die langen Stöcke hier nehmen. Deswegen stelle ich mir extra auch ein bisschen abseits, damit wir die idealerweise nicht hier reinfummeln. Scheint zu funktionieren. Gut, wir brauchen weitere Baumstämme. 1, 2. Und vor allem auch dann natürlich weitere Schränke. Wir müssen noch gucken, dass wir dann... Ich habe ja den Armierungsschneider. Wir hatten einen Armierungsschneider. Den habe ich mittlerweile schon wieder verkauft gehabt. War vielleicht im Nachhinein ein Fehler. Wir müssen mal gucken, wie schnell wir wieder an einen rankommen. Wir brauchen natürlich auch eine eigene Werkbank idealerweise, weil dann müssen wir nicht mehr runterlaufen. Allerdings haben wir ungleich eine. Nachteil ist, es spawnen natürlich aber Zombies. Wenn wir runtergehen, sind die Zombies auf jeden Fall da. Das passt. Ich habe übrigens so viel Abstand gelassen. Kann es mal ganz kurz zeigen, wenn man hier Aufrüsten macht. Dass es passen sollte mit den Schränken und der Wand. Ich hoffe es zumindest. Wenn nicht, müssen wir alles nochmal rausreißen, nochmal reinmachen. Habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Aber eigentlich müsste es hinkommen. Es ist jetzt nicht die... es ist jetzt auch nicht die erste Hütte, die wir bauen. Es wird auch nicht die letzte Hütte sein, die wir bauen. Ich hätte mir es sparen sollen. Problem ist nämlich hier in der Ego-Perspektive. Ihr merkt, man wackelt leider. Ist das eigentlich auch, wenn man sich duckt? Ja, aber nicht ganz so schlimm. Problem ist, man fängt nämlich automatisch das Wackeln an. In der Ego-Perspektive. Du baust in der Ego-Perspektive besser, aber fürs Wackeln ist halt scheiße. So, das Zeug hier rein. Nee, den hier bitte zerteilen. Dann haben wir nämlich hier Schrank an Schrank. Können hier dann die Aufwertung wieder abbrechen. Hinten dran auch. Wir werden die Hütte noch aufwerten. Das werde ich allerdings dann gemeinsam mit Vanni machen. Wir werden jetzt aber erstmal so ein bisschen bauen. Einfach, damit ich halt sortieren kann. Das war mir heute erstmal wichtig, damit wir da noch ein bisschen Platz uns schaffen. Genug Bäume tatsächlich, mit den 3, 4, 5 Stück, die wir hier haben. Das reicht, um so eine Hütte tatsächlich aufzubauen. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber es ist tatsächlich ausreichend. So, nächster Schrank. Müsste gleich fertig sein. Wenn das so eine kleine Lücke zwischendrin ist, God shit happens. Man gewöhnt sich irgendwann dran. Wir haben keine Aufladung mehr für unsere Kiste. Dann nehmen wir erstmal die hier noch mit. Das hier rüber. Ich bin froh, dass wir so viel Metallschrott mitgenommen haben. Ist eine gute Taktik tatsächlich, immer mal wieder bei den Autos auch Metallschrott mit einzupacken. Wir hatten zwar am Anfang nicht den mega krassen Platz für sowas, aber es hat sich dann doch irgendwo gelohnt, würde ich sagen. Damit wir so viel mitgenommen haben, ohne dass wir ein einziges Mal beim Schrottplatz waren. Das darf man nicht vergessen. So, jetzt bauen wir es halt doch fertig.
So, nächster Schrank. Ich würde gerne einfach, um es auszulockern, natürlich auch solche Schränke mit reinbauen. Ist zwar Platzverschwendung an und für sich, die hier sind um einiges besser, aber ja, wir haben im Grunde Hammer genug Platz. Also du brauchst nicht so mega krass viele Schränke, brauchst du eigentlich auch wieder gar nicht. So, das müsste ungefähr hinhauen. Perfekt. So, hier auch wieder alles rein. Und Holzplatz verteilen. Weil du kommst mit relativ wenig Schränken, kommst du tatsächlich recht gut aus. Also denkst du gar nicht, aber ein bisschen mehr Waffenschränke brauchen wir allerdings diesmal. Gerade wenn wir auch natürlich zu zweit sind, müssen wir auch Items halt für zwei Leute lagern. Also ein bisschen mehr werden wir brauchen. Übrigens Wandregale nach wie vor, tut es nicht. Tut es um Himmels Willen bitte nicht. Tut euch das selber nicht an. Ah, das ist die falsche Tür. Ich habe immer noch nicht verstanden, wieso die das überhaupt unterscheiden, aber eigentlich könnte man die gleiche Tür nehmen. Ah nein, jetzt hat er... Ja, okay, jetzt hat er die Stöcke schon genommen, ist egal. Jetzt haut er die Stöcke eh schon. Dann ihn hier. So, nächster Baum kann weg. Wie gesagt, runter ins Dorf werden wir jetzt da nochmal gehen müssen. Wir werden leider... Oh, wir haben 50 Ruhmpunkte geknackt, sehr gut. Damit können wir Pfeile kaufen. Pfeile habe ich auch schon mal wieder hergestellt, falls doch ein Zombie kommt. Aber normalerweise, wenn die Flagge steht hier oben am Berg, sollte kein Zombie spawnen. Werden dann eher tatsächlich, würde es sich eher so eine Art verlaufender Zombie sein. Der nun mal hier nicht hingehört. Wir werden aber 9mm Munition leider craften müssen. Liegt daran, dass wir momentan einfach noch keinen Zugriff beim Händler darauf haben, leider. Ist jetzt nicht mega schlimm, aber... Nur, dass ihr Bescheid wisst, wieso wir 9mm craften. Lohnt sich nämlich eigentlich nicht. Wir zahlen mehr durch das Craften der 9mm, wie wir sie kaufen. Außer sie wäre mal aus Versehen extrem teuer, aber normalerweise geht's eigentlich. So, die restlichen Stöcke, ja, sind alle hier rausgebackt. Kleiner Stock, kleiner Stock, kleiner Stock. Da ist nochmal ein langer Stock. Das Schöne ist auch, dadurch können wir jetzt einmal die Decke reinbauen. Es gab auch irgendeine Taste... Damit man nochmal automatisch das Ganze wiederholt. War das Alt-C? Tatsächlich Alt-C könnt ihr drücken. Danach baut man nämlich automatisch das zuletzt Gebaute. Und wie man sieht, ja, lohnt sich das dann dementsprechend hier auch, wenn man hier den Boden reinziehen kann. Mit Alt-C geht das Ganze. Sehr nice. So, dann können wir hier direkt bam, bam, bam die Decke reinziehen. Dann wird es schon nicht mehr so nass. Es regnet nicht mehr. Auch schön. So, was fehlt? Uns fehlt... Ja, was fehlt denn? Achso, was nimmst du eigentlich? Oh, oh. Nee, was? Was? Nee, du nimmst die Axt, oder? 52%? Du nimmst die... Axt. Nicht, dass er unser Bushman nimmt, aber er nimmt, glaube ich, die Axt. Faden und Stöcke fehlen. Aber er nimmt... Da ist nämlich das... Da ist jeder gerade das Bushman... Aber mit unseren 94% bin ich eigentlich zufrieden. Da sind wir eigentlich noch gut dabei. So, ihn hier. Eigentlich hätten noch mehr rauskommen müssen, aber dann nehmen wir einfach die nächste Baumkrone noch mit. Auch nicht schlimm. Dann ziehen wir ihn hier wieder rein. Baumkrone können wir auch mal hier zerteilen, haben wir ein bisschen mehr Platz. Teilweise backt das Zeug, wenn ihr das auf Fundamenten halt dementsprechend kleiner macht, backt automatisch das Ganze weg. Leider. So ein bisschen unter die Fundamente, ein bisschen in den Berg rein und so weiter. Hier, gut, liegt es auch wahrscheinlich irgendwo anders drum, wo wir nicht mehr rankommen zu einem gewissen Teil, aber das meiste kriegen wir dann doch noch mit. Aber erstmal auch hier wieder kleine Stöcke zerteilen und so weiter und so fort. Er macht das übrigens mit Steinäxten, die könnt ihr ja sehr billig craften, es kostet, ja, ihr braucht eine Minute vielleicht für eine Steinaxt, wenn ihr langsam seid. Und dann kann man ohne Probleme sich 5-6 Steinäxte craften. Die reichen, um eine Hütte relativ gut aufzubauen. Wichtig ist noch, wir müssen gleich nochmal Handschuhe reparieren und Schuhe. Die sind mittlerweile schon wieder gut unten, wie man sieht. Da müssen wir gleich nochmal Nadel und Faden herstellen. So, einmal hier. Einmal da. Alt-C. Dann können wir hier direkt einmal weitermachen. Alt-C. Und mit Shift F übrigens könnt ihr alle Materialien auf einmal reinmachen. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr dieses Autolauf nicht drin habt. Sonst kriegt ihr da ein kleines Problemchen. So, du kannst hier hin. Dann würde ich einmal ganz kurz einen Ausflug machen wollen. Und zwar müssen wir einmal hier an unsere Kiste. Gut, dass ich sortiert habe. Wir nehmen einmal eine Nadel, die bei... Ah, ist eigentlich egal. Nehmen wir die hier. Und dann nehmen wir einmal ihn hier und ihn hier. Das könnte schon reichen. Können wir damit? Nö, können wir nicht. Da fehlt noch eine Aufladung. Dann nehmen wir noch ihn dazu. Und jetzt können wir nämlich aus den
einzelnen Bestandteilen hier. Wir brauchen, glaube ich, 8 Stück oder so. Müsste dabei stehen. 9 brauchen wir. Aus 9 Aufladungen hätten die beiden gereicht. Jetzt haben wir eh noch dazu. Aber der würde wahrscheinlich übrig bleiben. Er nimmt die beiden hier. Und so können wir 2 Materialien verbrauchen wieder. Haben ein Nähset eingesteckt und können unsere Handschuhe reparieren. Ich habe Durst. Das ist kein Problem. Der Brunnen ist nämlich voll. Und wenn ich dich habe, vorher abgeschöpft. Ich schlauer, Mensch, ich schlauer. So, jetzt stellen wir mal nebenbei, werden wir jetzt nochmal unsere Kochplatte anschmeißen, damit wir schnell noch ein bisschen was kochen können nebenbei. Ist kein Problem, mit dem großen Generator können wir das einfach machen. Das heißt, wir nehmen uns jetzt 2 Pfännchen hier auch noch raus. Dann nehmen wir uns einmal Salz, habe ich hier aber, glaube ich, auch noch irgendwo drin. Das Fleisch 2-mal. Ist mittlerweile runtergegangen auf 88%. Pfeffer. Und hier haben wir Salz. Und dann sagen wir einmal so und einmal so. Die Decke. Das wird besser, wenn die Decke fertig ist übrigens. Dann nehmen wir einmal Grilled Meat. Und sagen Add. Und sagen hier Grilled Meat und Add. So, dann ziehen wir einmal Fleisch hier rein. Einmal Fleisch da rein. Kriegen noch einen Survival-Tipp. Sehr schön. Funktioniert übrigens nicht. Die sind jetzt grau. Ihr müsst erst hier klicken. Danach wird das wieder freigegeben, es wird eine Einheit abgezogen, dann wieder hier klicken. So, 11 Minuten, dann können wir auf der hier sagen, alarmier uns mal, 2 Minuten vorher soll der Alarm kommen. Hat das jetzt funktioniert? Hallo? Soll denn nicht eine Meldung kommen, dass ich 2 Minuten vorher... Ich glaube, der Alarm geht nicht. Wir gucken mal drauf, es geht relativ zügig, also es ist jetzt nicht so essentiell wichtig, dass wir da wirklich drauf achten. Das hier können wir schon mal wieder abbrechen. Dann können wir ihn hier rüber packen. Dich können wir schon mal zerlegen. Dann müsste das Fleisch auch schon... ich mache jetzt aber nicht zerstören, oder? Ich traue dem Frieden nicht. In Holzbretter zerteilen. Okay, nee, es macht Holzbretter zerteilen. Okay. Müsst ihr echt aufpassen. Wenn ihr nämlich sagt, Fundament zerstören, zieht die Animation gleich aus. Das merkt ihr spätestens dann, wenn auf einmal alles auseinanderfällt bei euch. Dann ist nämlich alles vorbei. Deswegen hier tatsächlich vorsichtig. Sehr, sehr vorsichtig. Das wollt ihr nicht. Ab und zu snappt das hier mal so ein bisschen ein, dann müsst ihr ein bisschen warten. Es geht allerdings relativ schnell wieder. So, wir gehen einmal in die Ego, sagen einmal zack. Ja, passt. Ist eine Hängen ein bisschen drin, geht aber noch. Machen einmal die 4 rein. Hier übrigens über Cooking können wir das dann dementsprechend hier auch kontrollieren. Müsste aber die Zeit reichen, damit wir nochmal Holz holen gehen auf jeden Fall. Ah, es hat funktioniert. 5 Minuten vorher wurden wir jetzt dementsprechend gewarnt. Aber funktioniert nicht wegen dem. Okay. Und das und das. Eine Bestätigung wäre cool gewesen. Gab es nicht mal eine Bestätigung, dass der Alarm gesetzt ist? Ich war der Meinung. Ach so, wegen dem... Deswegen passt es nicht. So, hier wieder auf... wir können übrigens hier auch die Pfanne anklicken, dann geht er auch rein. So, 2 Minuten irgendwo hier müsste das jetzt dann grob fertig sein, dann können wir es rausnehmen. Ich will es immer nicht verpassen, weil wenn du es halt verpasst, das ist ein relativ kleines Zeitfenster, was du hast. Und dann hast du schon wieder das Problem, dass du es, ja, verkackt hast, mehr oder weniger. 3-mal Fleisch können wir noch zubereiten. Antibiotika habe ich hier auch eingeschmissen, die spoilen dadurch auch nicht mehr. Allerdings müssen wir natürlich jetzt den Generator mit Benzin füttern. Ah, okay. Ja, okay. Er hat die Timer alle gesetzt. Dann setzt man den auf 2 Minuten, das passt, glaube ich. Bei einer Minute kann ich es, glaube ich, runternehmen. Also noch 30 Sekunden. Und dann nehmen wir den Timer, wie gesagt. Bestätigung wäre nett gewesen. So, da ist es nämlich fertig. Crap, 4 Sterne. Und hier sagen wir auch Crap, auch 4 Sterne. Liegt daran, weil es nicht mehr 100% hat, das Fleisch. Dann können wir hier direkt wieder rauf und hier auch wieder Grilled Meat rauf, rein, rein. Bei Fleisch geht's, weil wir das doppelt haben. Hätten wir übrigens mehrmals Salz hier unten drin, würde das genauso funktionieren. Und hätten wir mehrmals Pfeffer, aber solange wir nur eine haben, geht das nur so. So, jetzt sagen wir hier auch nochmal Cooking 1 Minute vorher. Herzlichen Dank. Da ist das Fleisch, das andere haben wir übrigens noch in den Pfoten. Können wir hier direkt in den Kühlschrank reinlegen. Uns ist scheißegal, ob das Fleisch kalt ist oder warm ist anscheinend. So, ein Holzbretter zerteilen. Und dann haben wir erstmal ein paar Schränke fertig. Und die Decke ist auch schon mal ansatzweise hier drin. Bam. So, wir brauchen Bolzen. Daran soll es am Ende nicht scheitern.
Bolzen haben wir. Und der nächste Schrank ist fertig. Er merkt schon, es geht relativ zügig. Was auch gut ist. Dann haben wir ja zumindest mal nicht nur gebaut. So, wir brauchen Stöckchen. Kleiner Stock, kleiner Stock, kleiner Stock, kleiner Stock, kleiner Stock. Man sieht so ein bisschen, die sehen ein bisschen anders da aus. Wie die großen Stöcke. Allerdings da vielleicht noch ein anderes Symbol, wo man es noch besser unterscheiden könnte, wäre tatsächlich gar nicht verkehrt. Der Ast, der eine Ast ist so ein bisschen weiter abstehend. Ich kann es jetzt schwer erklären tatsächlich. So, zack, hier rein. Gut, hier im Grunde haben wir nichts anders. Ah ne, das ist jetzt der Schrank. Wie gesagt, die letzte Blaupause wird dann wiederholt, die wir haben. Erschöpfung C1, okay. Macht nichts. Dach. So, einmal hier, einmal da. Ah, hier brauchen wir übrigens so ein Schrägdach. Gibt's auch. Kein Problem. Machen wir, müssen wir nur so, hier reinkriegen. So, einmal drunter stellen. So, jetzt sind die Betten schon mal überdacht. Da schläft sich's gleich viel besser. Und vor allem, das Scheißhäuschen ist auch überdacht. Das ist doch um einiges besser. Gut. Hier hin würde es dann weitergehen, dementsprechend. Wir bauen jetzt aber erstmal weiter noch die Schränke aus. Ich würde... Ja, ich würde jetzt tatsächlich, glaube ich, so einen Schrank dazwischen reinbasteln. Es lockert es einfach das Ganze ein kleines bisschen auf, wenn du unterschiedliche Schränke drin hast. Ein Holzlager wäre an und für sich auch noch ganz geil, wenn wir hätten. Hier, den können wir auch so ein bisschen weiter vorziehen. Der steht auch ein bisschen weiter hinten über. Der braucht auch mehr, hat aber... er hat auch ein bisschen mehr Platz tatsächlich. Aber nicht... Oh, jetzt müssen wir uns beeilen. Denn... Halt, draufklicken. Crap, crap. So, einmal. Ach cool, jetzt hat das direkt über... Jetzt hat das direkt wieder übernommen. Sehr schön. Und bingo, letztes Steak. Sagen ein Modul vorher. Herzlichen Dank. Zerteilen das in Holzbretter. Wenn wir Hände frei brauchen, packt das automatisch wieder in den Rucksack rein. Hat jetzt nicht so viel Energie, nur 200 Kalorien praktisch, 38 Protein allerdings dafür. Ist halt das billigste Fleisch gewesen, was wir gefunden hatten. Das hat nicht ganz so viel die Werte, wie wenn wir jetzt ein Bärenfleisch hätten. Aber es ist jetzt einfach mal, um ein bisschen die Nahrung eben auch einfach nur zu überbrücken praktisch. Aber drei Einheiten, also jede Einheit hat 200 Kalorien. Also du kommst schon einen guten Bissen weit praktisch mit dem Ganzen hier. Generator läuft auch normalerweise bei uns auf Server 2 Tage, müsste das Benzin auf jeden Fall halten. Danach musst du normalerweise nachkippen. So, wir essen jetzt einmal das komplette Fleisch. Währenddessen können wir leider nichts anderes tun. Ob wir einen Zaun außen rum bauen, müssen wir mal gucken. Ich würde gerne mal Ziele aufstellen. Notfalls, wenn unten keine Puppets spawnen, vielleicht sehen wir wenigstens die Ziele. Und können auf die ein kleines bisschen schießen. Meine Munition, machen wir uns nichts vor, werden wir am Ende mehr als genug haben. Gehe ich mal fest von aus eigentlich. So, kleiner Stock. So, das Ding hier rüber, das da da. Das hier. Kleiner Stock, kleiner Stock, kleiner Stock. Dann nehmen wir dich wieder mit. Und mit 2 Bäumen jetzt praktisch sind wir schon sehr weit gekommen. Also ist echt nicht viel Aufwand. So, die alle rein hier. Das hier auch rein. Dann können wir den hier nochmal... Ah, meine Axt hat es zerlegt. Die geht natürlich irgendwann kaputt. Wir haben auch noch die normalen Äxte. Die müssen allerdings erst geschärft werden. Aber wir haben auch noch die hier. Mit denen wir natürlich auch bauen können. Ein paar Federn haben wir auch schon. Es würden mit einer normalen Axt auch mehr Holzbretter rauskommen. Aber die Haltbarkeit nimmt tatsächlich relativ schnell ab. Vor allem, weil du die halt auch zum Bauen nimmst. Und ich habe jetzt noch nicht so viele Repair-Kits hergestellt. Und noch nicht so viel Material, damit ich hier einfach Material um mich schmeißen kann praktisch. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir hier tun. Gut, wir haben ein paar Repair-Kits tatsächlich. Aber dennoch. Gehen wir tatsächlich die Bolzen aus? Nee, oder? Hier haben wir noch 13 Stück drin. So, gehen natürlich in alle Taschen. Das heißt, solange wir Taschen frei haben, ich glaube, danach liegt das da auf dem Boden. Ja, genau. Danach liegt das da auf dem Boden. Können den natürlich auch stacken. Das hier kann schon mal rein.
Habe ich mir den Timer gestellt? Ja. Wollte gerade sagen, es muss... Das ist mal Timing. Hallo? Crap. Wieder 4 Sterne. Wieder in die Hand genommen. Wir ziehen es direkt wieder in den Kühlschrank. Dann spoilt's mir nicht. So, 14 von 14. Einmal Metallschrott fehlt mir jetzt noch. Das ist wiederum gar kein Problem. Und dann ist das Ding hier auch schon fertig. Oder auch nicht. Achso, 14 Aufladungen von der Werkzeugkiste fehlen noch. Können auch mal so eine gespoilt. Wobei, die nehmen wir für unten. Die sind besser für unten tatsächlich. Weil wir, wenn wir die Munition erstellen, brauchen wir die natürlich auch. So, fertig. Dann haben wir eine weitere Tür. Hätte ich hier gerne natürlich noch drin. Base-Build. Türen. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. So, Türchen rein. Perfekt. Das ist die Hammer. Und dann kommen hier wieder Schränke. Das heißt, die normalen. Cool wäre natürlich auch, wenn du andere Schränke hättest. Hier übrigens, das hatten wir im Livestream drüber. Hier ist tatsächlich so ein Schild, das hier, was ihr hier seht, also das Schild hier, ist eigentlich perfekt, um da Namen drauf zu schreiben. Drauf zu schreiben, was weiß ich, Waffen, Munition. Muss jetzt nicht mega groß sein, so dass du es lesen kannst. Musst du nicht von ewig weit weglesen können. Aber eigentlich wäre schon alles da in der Grafik, um da einfach zu sagen, ja, das Ding ist beschriftbar und da steht dann, also der Schrank ist ja beschriftbar, allerdings, dass man das auch von außen direkt sieht, was da drin ist. Ja, wackel, wackel, wackel. Wackel, wackel, wackel. Wie sieht das aus? Aufrüsten. Ich glaube, wir müssen ein bisschen... Wobei wir hier genau natürlich zwischendrin sind. Wobei, es geht noch. Wenn es so ein bisschen reinhängt, ist okay. Tatsächlich gehen wir, glaube ich, hauptsächlich momentan die Bolzen aus. Nails, Nails. Gut, wir können auch mit Nägeln arbeiten. Da haben wir auch noch ein paar. Aber wir brauchen mehr Bolzen. Für weite Schränke. So, die Waffenkiste können wir einmal weiter wegziehen. Dann steht die nicht im Weg rum. Und Metallschrott. Das Einzige, was wir in Hülle und Fülle haben. Metallschrott. Ah ja, und die Aufladung für die Werkzeugkiste. Ihr merkt schon, ich bin jemand, der gerne hin und her rennt. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Bretter. Ernsthaft? Okay. So. Hier haben wir ja gesagt, genau, hier hinten bauen wir die Treppe hin. Das können wir auch mal direkt machen. Und zwar, hier hinten kommen dann die Treppe. So nicht, so auch nicht, so. Bam. So. Damit sind nämlich ein paar Stöcke wieder raus aus meinem ganzen Mist hier. Ah ne, die hatte ja hingeknallt, weil ich keinen Platz mehr hatte, die Axt. Okay, so geht's natürlich auch. Wenn du keinen Platz hast, dann mach die Axt einfach dahin. Kriegen wir den rein? Ja, oder? Ja. Perfekt. So, kleiner Stock. Brauchen wir aber nur noch mal einen. Jetzt darf ich wieder keine Axt mehr einstecken. Weil hier ein kleiner Stock auf dem Slot liegt. Irgendwo liegt noch eine Axt übrigens. Das ist irgendwo innen drin müsste noch eine Axt liegen. So verliert man auch die Äxte. Deswegen ist es besser, wenn wir normale haben. Also die billigen. Definitiv. Leider kommt Ruhmpunkte technisch halt beim Bauen relativ wenig rum. Dafür immer mal eine gute Figur. Bauchfrei. Ist sie kalt, oder? Mit dem Parkplatz. Ich bin tatsächlich recht zufrieden, was den Parkplatz angeht. Das mit Kisten rausziehen übrigens funktioniert auch sehr, sehr gut. Also ich hatte schon ein bisschen Angst, dass mir die Kisten irgendwie auch mal wegbacken könnten und so weiter und so fort. Aber hat sie bis jetzt nicht bewahrheitet. Hier liegt meine Axt. Also das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Man braucht nicht mehr Platz wie das, um ein Auto zumindest abzustellen. Aber am Ende, man darf als Squad eh nur 2 Autos haben. Plus 2 Motorräder, plus 2 Fahrräder, plus 2 Schubkarren. Den Rest kriegen wir schon irgendwo unter. Das Fahrrad steht ja eh schon da, wie ihr gesehen habt. Also das passt. So, nächster Schrank fertig. Dann, hier würden wir, hier, ja, ich würde noch sagen, weitere Schränke hier noch rein. Hier haben wir anderen auch noch die Möglichkeit für weitere Schränke. Also wir haben ein recht großes Lager, wie ihr seht. Wir haben diesmal halt auch medizinisches Stuff dann da stehen. Man könnte zwischendrin theoretisch noch diese Dinger hinstellen, aber diese Waffenständer und so weiter, wie gesagt, benutzt die Dinger um Gottes Willen nicht. Ihr werdet fluchen, wenn eure Waffen weg sind, so wie ich es auch schon getan habe. Und leider kommt das sehr, sehr häufig dann auch vor. Damit einfach mal eure Waffen verschwinden. Passt das? Passt. So, 5 Holzbretter wieder drin. Ego wieder raus. Puppet haben wir tatsächlich gar keine. In der Nähe. So,
Solange wir eine Waffe in der Hand haben, nehmen wir die Holzklötze oder die Blöcke auch instant. Muss man nur immer wieder auf Inventar auch wechseln. So, und dann hier nochmal. Dann können wir noch zwei Schränke hinbauen. Dann kann ich erstmal sortieren, glaube ich, eine ganze Weile. Beziehungsweise wir müssen überlegen, wie genau wir das anstellen. Das Fenster bleibt erstmal so, da können wir noch Truhen unten dran stellen. In die können wir natürlich auch was lagern. Ich habe jetzt hauptsächlich erstmal Truhen auch gehabt zum Lagern, weil ich mit euch, wie gesagt, gemeinsam alles bauen möchte. Kann sein, dass ich mal eine Wand ziehe, aber mehr tatsächlich nicht. Wobei, selbst das lassen wir eigentlich. Hier ist ein kleiner Spalt drin, aber wir gehen die Nägel geradeaus. Ah, sind zu nah dran, das ist die Waffenkiste. Da haben wir nochmal zwei Nägel. Wir haben zwar... Okay, wir haben hier nochmal 18 Stück und nochmal 20. Wäre auch cool, wenn die automatisch stacken würden. Zu 10, aber... Noch geht's nicht. Irgendwann soll's aber ja kommen. Gott sei Dank ist es zumindest egal, ob wir Nägel oder Bolzen nehmen. Wir können auch notfalls übrigens Nägel und Bolzen selber herstellen. Ich weiß, weil das bestimmt wieder in den Kommentaren steht. Stellt euch einfach selber her aus Metallschrott. Wäre machbar, aber ganz ehrlich, wir looten hier auch ohne Probleme. Ich sehe immer nicht ein, das Zeug herzustellen, weil wir davon Tonnen über Tonnen looten werden. Wir werden noch unglaublich viel vor allem looten. Auch immer diese... Es ist schön, wenn man auch alles verbraucht. Bin ich auch völlig auf eurer Seite. Das heißt, alles Material, was jetzt hier beispielsweise auch am Boden liegt und so weiter, dass du alles benutzt und verbrauchst und ich lasse auch einiges an Lootzeug ließen, was wir dann doch irgendwo wieder brauchen und so weiter und so fort. Aber wir looten halt unendlich viel. Wir werden in dieser Staffel wieder krass viel looten gehen noch. Wir sind erst dann ganz am Anfang und haben schon einiges, nicht mega viel, aber wir haben einiges schon mal wieder an Loot. Das darf man nicht vergessen. Und da wird noch sehr, sehr viel weiterer Loot natürlich auch dazukommen. Jetzt gehst du... Was? Warum? Willst du mich verarschen? Warum nicht? Hä? Wieso kriegt er denn keine Wand dran? What? Wegen der Treppe oder was? Nee. Wieso krieg... Was? Doch, geht doch. Das wäre jetzt auch sehr, sehr... Okay, keine Ahnung. Wäre jetzt auch mega strange gewesen, wenn das nicht funktionieren würde. Das wäre jetzt krass gewesen, wenn das nicht funktionieren würde. So, wir brauchen Stöcke. Kleiner Stock, langer Stock. Oh, da haben wir eine gute Baufolge wieder hingelegt. So, kleiner Stock. Irgendwo werden noch weitere kleine Stücke wahrscheinlich rumgebackt sein. Und dann kann ich vor allem erstmal wieder ein bisschen was sortieren. In der nächsten Folge dann auf jeden Fall auch wieder Action. Ich versuche es wieder ein bisschen zu mixen. Natürlich werden wir auch dann bauen, natürlich, wenn Money da ist. Sollte bald übrigens wieder soweit sein. Ich weiß, ihr vermisst sie. So, 5, 2. Stöcke wieder leer. So, hier müsst du irgendwo noch... Nope. Haben wir schon wieder alle Baumstämme durch. Warten dann einfach wieder ab, bis der Server resettet, alle Bäume wieder da sind, dann können wir wieder von vorne bauen. Das ist natürlich auch sehr sinnvoll, weil irgendwann sind die Bäume hier schon alle weg, aber du kommst halt echt weit. Mit relativ wenig. Ich hätte auch gedacht, wir brauchen mehr. Aber das kommt eigentlich erst, wenn du einen Zaun baust. Zaun ist mega intensiv, was Material angeht. Hütte geht eigentlich. Wir haben übrigens, wollte ich auch mal zeigen, weil es mir aufgefallen ist, 99% Bogenschießen-Experte. Wir werden demnächst fertig sein, Bogenschießen. Auch geil. So, einmal hier. Na. Einmal da. Wenn wir die Wände nämlich so weit fertig haben, können wir den zweiten Stock dann schon bald angehen. Hier hinten übrigens kommt da noch ein Gang hin. Hier werden wir nur Türen basteln vielleicht. Ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen, aber hier kommt dann die Erweiterung hin. Deswegen haben wir hier auch die Treppe. Die passt hier tatsächlich sehr, sehr gut hin. Die passt hier. Ich bin nur am überlegen, ob ich hier jetzt nochmal ein Fenster reinmache. Das lohnt sich eigentlich, weil du hast nur diese Steilwand. Ich weiß nicht, wer sich in der Wand angucken möchte. Ich eigentlich nicht. So, brauchen wir nochmal Stöcke. B1. Okay. Da war mal meine Base. Da war, der Airdrop war aber nie da. Nie. Nie. Natürlich kommt jetzt ein Airdrop da runter.
wo meine Base mal woanders ist. Wobei man muss sagen, D4, boah, Airdrops, schwierig. Aber eigentlich D3 waren immer recht viele. Natürlich kommen jetzt aber keine mehr. Also wir müssen uns keine Illusion machen. Wir werden, wenn wir ganz viel Glück haben, irgendwann mal wieder einen Airdrop looten können. Aber, keine Ahnung. Ist eher selten. Aber normal ist D3, D2 kamen immer sehr viele runter. Jetzt, da wir die Base dahingestellt haben, kommen die wieder welche runter. Haben sie wahrscheinlich gerade so reingepatcht mit dem letzten Hotfix. Dass da nie wieder ein Airdrop runterkommt. Können wir es zumindest vorstellen. So, die nehmen wir noch mit. Danach würde ich euch entlassen. Dann sind wir mit der Baufolge erstmal wieder durch. Ich kann da ein bisschen sortieren. Wie gesagt, den Rest werden wir dann wieder basteln, wenn Manni dann auch wieder da ist. So, das Ding haben wir. Das Ding haben wir. Perfekt. Das eine Dach werde ich vielleicht noch reinziehen. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und das nächste Mal dann auch wieder mit Cam. Ich ziehe schon mal die Bretter aber hier rein. Die können wir nämlich direkt wieder benutzen dann auch. Hier auch die Pfannen werden nicht despawnen, aber die Holzbretter übrigens schon. Aber die Pfannen werden nicht despawnen. Aber wir müssen sie ja nicht unnötig hier rumliegen lassen. Auch tatsächlich sogar den Baumstamm können wir mitnehmen. Erstmal wieder in den Rucksack. Das Holzbrett müssen wir aufheben. Wenn wir dann aber auch, entweder du hältst es tatsächlich in der Hand, was auch gehen würde. Oder wir packen es noch in den Rucksack mit rein. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann werden wir die Munition noch craften. Und dann geht es auch auf Loot-Tour wieder. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht es gut. Auch wir sind nur weit gekommen.